Für Österreich, die überparteiliche Initiative für Heinz Fischer startet und präsentiert sich der Öffentlichkeit. Stellvertretend für die zahlreichen Unterstützer haben sich 7 unterschiedliche Persönlichkeiten eingefunden, die eines verbindet. Sie wollen, dass Heinz Fischer Bundespräsident bleibt. Ich habe ihn also kennengelernt als einen Menschen, der anderen Leuten auf Augenhöhe begegnet, ungeachtet der Prominenz seines Amtes, der ihnen unvoreingenommen gegenübertritt und der sich ehrlich dafür interessiert, was sie denken, was sie meinen und welche Forderungen ihnen wichtig sind. Jeder will seine Hand schütteln, jeder will ihm in die Nähe kommen. Das ist seine Freundlichkeit, seine Besonnenheit und seine Kompetenz. Einer, der den Kurs hält, einer, der sich nicht irritieren lässt, einer, der nicht Opportunismus ins Spiel bringen lässt, einer, der nicht folgt, wenn man ihm zuruft von draußen, sondern einer, der ganz genau weiß, was für dieses Land richtig ist und welchen Kurs dieses Land zu gehen hat. Ich habe ihn außerdem kennengelernt, was schon gar nicht selbstverständlich ist, als jemand, der eine enthusiastische, entspannte Beziehung zu vielen Künstlern hat, enthusiastisch zu ihrer Arbeit, aber entspannt sozusagen im Umgang und damit eine besondere Herzlichkeit geschafft hat. Ich erlebe in meiner Funktion als Betriebsratsvorsitzende Dr. Heinz Fischer als einen verlässlichen Partner, der die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ernst nimmt. Seit Heinz Fischer Präsident ist, fühle ich mich so vertreten, wie ich vertreten werden möchte. Denn er hat unser Ansehen schon wirklich auf hochkarätige Spur gebracht. Und das freut mich sehr. Und das ist der Grund, warum ich mitmache. Ich glaube, dass wir in diesen etwas kritischen Zeiten, die zur Hysterisierung neigen, keine Experimente über das Amtsverständnis eines Staatsoberhauptes brauchen. Wir brauchen eine Persönlichkeit, die ausgleicht, die abgewogen zu den Dingen des politischen Alltags Stellung nimmt und nicht Gräben vertieft, sondern Gräben zuschüttet. Gerade weil ich versuche, sehr objektiv zu sein, ist Heinz Fischer genau der Kandidat, den dieses Land weiterhin braucht.